100.000 Bücher lesen? Vergiss es. Ich sag dir, was du wirklich brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute geht es um das Thema Lektüre und Bücher für Immobilienmakler. Ich habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen und Kommentare in den letzten Wochen, welche Bücher ich euch empfehlen würde, wenn ihr als Immobilienmakler so richtig durchstarten wollt. Und deshalb habe ich mir heute einfach mal die Zeit genommen, habe mal ein bisschen gestöbert in meinem Bücherregal. Heute werde ich dir auf jeden Fall die Bücher vorstellen, die mir in der Vergangenheit geholfen haben, ja, dahin zu kommen, wo ich jetzt stehe. Und möchte dich gern davon profitieren lassen. Zunächst erstmal musst du dir natürlich überlegen, wo du aktuell stehst und wo du gerne hin möchtest. Also bedeutet, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob du jetzt Anfänger bist oder ob du schon fortgeschritten bist und dich einfach nur verbessern möchtest. Also dementsprechend kommt es auch so ein bisschen drauf an, was du später mal machen willst. Also willst du vielleicht Gewerbeimmobilienmakler werden oder willst du Häuser verkaufen oder willst du Investmentobjekte verkaufen? Und dementsprechend würde ich mich auch danach mit der Lektüre natürlich ausrichten. Weiterführend ist es bei Anfängern so, dass ich Anfängern empfehle, mal sich dieses Handbuch zu organisieren. Das ist ein richtig, richtig fetter Klotz für Immobilienmakler, aber hier steht wirklich alles von der Pike auf an drin, was man als Makler ja beachten muss. Aber du kannst dir im Inhaltsverzeichnis die wichtigsten und relevantesten Themen für dich raussuchen und dann, denke ich mal, hilft dir das auf jeden Fall für die Zukunft weiter. Also es ist alles in Bezug auf Makler- und Bauträgerverordnung drin, Nachweis und Vermittlung von Mietverträgen, wann begründet der Makler seine Provision. Also hier ist wirklich alles drin, was du brauchst. Wenn du private Immobilien wie zum Beispiel Häuser und Wohnungen verkaufen willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall auch mal in die Bücher Lektionen reinzugucken von privaten Verkäufern. Also bedeutet, wenn du bei Amazon zum Beispiel mal schaust, ich gucke jetzt mal schnell auf dem iPad, und du gibst einfach ein Privatverkaufen Immobilien oder Immobilien privat verkaufen, dann kommen hier ganz viele Vorschläge für Eigentümer, für private Eigentümer, die ihre Immobilie verkaufen wollen. Und da findest du auf jeden Fall das ein oder andere Buch, wo du daraus lernen kannst, was man den Eigentümern an Tipps und Ratschlägen gibt, weil die kannst du als Immobilienmakler, der Wohnungen und Häuser verkaufen will, auch absolut nutzen und für dich übertragen. Ich persönlich habe auch dieses Buch hier gelesen. Das bedeutet, meine Immobilie erfolgreich verkaufen, ohne Risiko das beste Ergebnis erzielen. Und das wurde von Stiftung Warentest veröffentlicht. Und ja, also ich fand das sehr interessant, wie man auch über die Immobilienmakler spricht. Und da war auf jeden Fall einiges an Content drin, was ich auch für mich für den privaten Immobilienverkauf auch nutzen konnte. Wenn du gerade Anfänger bist und du willst Immobilienmakler werden und richtig durchstarten, dann empfehle ich dir auch so typische Basis-Makler-Lektüren. Und zwar gibt es hier eins, geschrieben von dem Autor Ralf Benz. Und das heißt jetzt Geld verdienen als Immobilienmakler, die ultimative Anleitung für den Einstieg in die Immobilienbranche. Das habe ich selbst auch gelesen. Ich habe auch nicht alles durchgelesen, weil ich wirklich vieles schon kannte. Aber wenn du Anfänger bist, dann ist das auf jeden Fall eine Basislektüre, die ich dir ans Herz legen würde. Und genauso, wenn du sowas nochmal suchst bei Amazon, Geld verdienen als Immobilienmakler oder Informationen für Immobilienmakler, Bücher für Immobilienmakler, dann findest du auf jeden Fall dieses Buch und du findest auch andere weitere interessante Bücher. Da haben wir auch beispielsweise dieses Erfolgreich als Immobilienmakler. Das ist ein Taschenbuch von Haufe und kostet so zwischen 21 und 25 Euro. Kann ich also auch empfehlen, habe ich gelesen zum Teil. Mich hat es weitergebracht. Und wenn du am Anfang stehst, dann wäre das das richtige Buch für dich. Wenn dich das Thema Immobilienbranche generell interessiert, dann würde ich dir auf jeden Fall auch das Buch von Alex Düsseldorf-Fischer ans Herz legen. Da heißt der Titel Reicher als die Geissens oder Reicher als die XXX, wie auch immer. Da gab es ja so einen kleinen Rechtsstreit. Und
da habe ich auf jeden Fall auch noch mal einiges mitbekommen über die Immobilienbranche allgemein, über das Thema Investments, Investoren, Immobilieninvestments und auch generell über das ganze Leben so ein bisschen Mindset-Themen mit drin gehabt. Also das fand ich richtig gut. Ich habe da auch richtig viele Stichpunkte gemacht und das ist auch eine Art Arbeitsbuch. Da gibt es ganz viele Fragen drin, die du dir selber stellen solltest, die du dir auch mal aufschreiben, beantworten solltest. Und das hat mich auf jeden Fall weitergebracht und hat mich auch ungemein motiviert. Weiterführend würde ich dir auch empfehlen, mal das BGB zur Hand zu nehmen. Im BGB selber ist einiges an Informationen natürlich auch für den Immobilienmakler drin. Da ist auch das komplette Thema Vermietungsrecht drin geklärt. Also das würde ich mir auf jeden Fall mal zulegen, wenn du als Immobilienmakler aktiv werden willst. Denn verschiedene Dinge mit Paragraphen zu untermauern, finde ich immer sehr, sehr gelungen. Auch gegenüber Argumentationen bei Käufern, bei Mietern, bei Eigentümern. Wenn dich interessiert, was ich hier so für Post-its drin habe, bei welchen Paragraphen, können wir auch gerne einfach noch mal ein kleines Video dazu machen, falls dich interessiert, welche Paragraphen aus meiner Sicht für dich als Immobilienmakler interessant und wichtig sind. Jetzt habe ich hier noch das Thema Arbeitsgesetze liegen. Das ist für dich, also wenn du Anfänger bist, nicht so spannend. Aber wenn du ein eigenes Unternehmen mit Mitarbeitern hast, dann würde ich dir das auch empfehlen. Aber das nur am Rande. Weiterführend habe ich hier noch den Vermieterratgeber. Das ist also von Haufe Ratgeber Plus veröffentlicht worden. Und ich finde das sehr gut, weil wenn du Gewerbeimmobilienmakler bist und viele Objekte vermietest, große Büros vermietest, Lagerflächen vermietest, dann ist das auf jeden Fall etwas, wo du richtig viel lernen kannst und wo du auch mit Fachausdrücken glänzen kannst. Und es sind unwahrscheinlich viele Infos drin zum Thema Energiesparverordnungen, Nebenkosten, Nebenkostenabrechnungen, Paragraphen für Mietverträge. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Buch, was ich denjenigen empfehle, die Vermietungsgeschäft machen wollen. Wenn du Investmentimmobilienmakler werden möchtest, also Kapitalanlagen verkaufen willst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die Immobilienzeitung. Also es geht ja jetzt um das Thema Lektüre allgemein, nicht nur um Bücher. Und in dieser Immobilienzeitung findest du ganz viele Investoren, die aktuell suchen oder die derzeit was gekauft haben. Und das sind ja auch dann immer wieder einfach Unternehmen, die proaktiv Immobilien kaufen möchten und denen du auch proaktiv was anbieten kannst. Also beispielsweise kannst du dann auch so einen Beitrag in so einer Zeitung als Aufhänger für einen Anruf nutzen. Dann ist es nicht ganz so kalt und nicht ganz so dramatisch. Dann kannst du direkt Bezug auf ein Objekt nehmen, was sie momentan gekauft haben. Und vielleicht hast du derzeit ein Objekt in der Vermarktung, was dann auch für dieses Unternehmen passen könnte und was du ihnen dann anbieten kannst. Weiterführend ist es einfach unwahrscheinlich interessant. Hier sind auch politische Themen natürlich behandelt, die rund um das Thema Immobilien, Immobilienbranche gehen. Und dementsprechend ist es einfach so, dass du unwahrscheinlich viel Wissen und Erfahrung hier rausnehmen kannst. Wenn du ein bisschen lokaler unterwegs bist, bedeutet also vielleicht sogar Neubauimmobilien verkaufen möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die lokale Zeitung bei euch im Ort oder in der Umgebung. Wir haben beispielsweise hier in Karlsruhe die BNN, Badische Neueste Nachrichten, und in dieser Zeitung findet man also auch Trends oder Entwicklungen in der Stadt, verschiedene Gebiete, die vielleicht sogar demnächst zu Wohngebieten werden, also erschlossen werden sollen, und da sind einfach so ein paar Insider-Informationen drin, die dir in Zukunft Geschäft bringen können. Und weiterführend findest du natürlich in den lokalen Zeitungen auch Immobilienangebote, Inserate, wo du proaktiv darauf Bezug nehmen kannst, zum Beispiel Eigentümer, die ihre Wohnung verkaufen, Häuser verkaufen, du findest Anbieter, die Büros vermieten müssen, und das ist natürlich ein richtig, richtig gutes Akquise-Tool. Wenn du mich live in meinem Leben als Immobilienmaklerin begleiten möchtest, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, mich auf Instagram zu adden. Und du solltest auf jeden Fall hier auf diesem YouTube-Channel die Glocke aktivieren, damit du auch proaktiv immer über das neueste Video informiert wirst. Und wenn du weiterführende Informationen haben willst, wie zum Beispiel, welche Bücher habe ich hier konkret vorgestellt und was würde ich dir noch ans Herz legen, dann komm doch in meine geschlossene Facebook-Gruppe, die heißt Million Dollar Makler, und dann schauen wir, dass wir dich relativ zügig aufnehmen und dann bist du auch mit in unserer Community mit dabei. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Bitte belohn mich mit deinem Daumen hoch. Ich hoffe auch, dass du diesen YouTube-Channel generell abonnierst. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Ich bin Vanessa Wenk. Bis dahin. Tschüss.